Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute gibt es was sehr, sehr Spezielles. Und zwar reden wir heute über einen Kanal, der durch Fakes sehr, sehr viel Geld verdient, sehr, sehr viel Reichweite erreicht und so eben seinen Kanal aufbaut. Und hierbei handelt es sich um die Person Dream nicht. Zuerst vorweg, das ist nicht gegen diesen YouTuber, dieses Video. Ich möchte einfach nur hier mal meine Meinung zu dem Ganzen sagen. Und zwar hat dieser Mann 22.000 Abonnenten mittlerweile. Er hatte vor ein paar Monaten noch wesentlich weniger. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal auf Social Blade an. Im September letzten Jahres hat er 22 Abonnenten verloren, dann im Oktober minus 5, im November minus 13 und plötzlich im Dezember 800 Abonnenten gemacht, plus im Jänner dann 5.000 Abonnenten fast gemacht. In einem Monat, was echt nicht wenig ist, und dann im Februar nochmal 3.25.000 Abonnenten. Und da fragt man sich jetzt natürlich, okay, wie hat der gute Mann das gemacht? Was für Videos macht er? Dies, das, Ananas. Und das schauen wir uns jetzt mal an. FIFA 18 Free Totti Player Glitch, 190.000 Aufrufe. Wieso bekommt sowas so viel Aufmerksamkeit? Na klar, die Leute denken, es stimmt. Die Leute denken, man bekommt ja einen Team of the Year Spieler gratis geschenkt. Ist natürlich nicht der Fall. Ja, er tut so, als ob man den Spieler bekommt, indem er einfach den Spieler kauft, dann die Serververbindung trennt, dann startet der Ultimate Team neu und dann wirkt das eben so, dass er die Spieler eben jetzt irgendwie erglitscht hat, denn wenn man dann eben auf neue Objekte geht, dann kommt eben der Spieler da als einziger raus und so wirkt das dann eben so, als ob er hier den Glitch durchgeführt hat. Dass das absoluter Bullshit ist, brauche ich euch denke ich nicht sagen, aber man sieht, 193.000 Leute haben ja kurz Hoffnung gehabt, dass es vielleicht doch stimmen könnte. Wenn wir mal draufklicken, 3,7k für ihn, 2,1k gegen ihn. Ich habe auch gedisliked, denn ich finde sowas grundsätzlich nicht okay, weil es einfach nicht der Tatsache entspricht. Ja, er tut dann so, als ob er mit irgendwelchen Tastenkombinationen, Dream Squad Spielern und so, als ob er da irgendwie das Spiel hackt, was absoluter Bullshit ist. Ich könnte so kotzen, wenn ich sowas sehe, aber es ist einfach absoluter Bullshit und ich hoffe, die meisten von euch wissen es auch. Ja, und so hat er eben in letzter Zeit sehr, sehr viele Abonnenten, sehr, sehr viele Aufrufe gemacht und so verdient der Typ auch Geld durch reinen Betrug, wenn man das so nennen kann. Free Icon Glitch, 134.000 Aufrufe und plötzlich macht er auch Fortnite Glitches. Na, ganz komisch, plötzlich ist Fortnite im Trend, macht er Fortnite Glitches. 134.000 Aufrufe, Fortnite Free Skin Glitch, 140.000 Aufrufe und dann hier nochmal Free Battle Pass Glitch, 108.000 Aufrufe. Dieser gute Mann erzielt durch Fake und Lügen sehr, sehr viel Reichweite und verdient dadurch auch sehr, sehr viel Geld. Es hat einen besonderen Grund, wieso ich dieses Video mache, denn einerseits ist das absoluter Bullshit, was dieser Typ abzieht. Es ist einfach nur eine Frechheit, kann man sagen, für mich ein Skandal, dass sowas ganz normal existieren darf, obwohl es ganz klarer Betrug ist. Ja, es ist einfach nur Fake-Scheiße und trotzdem funktioniert es. Der Typ erreicht seine Klicks und die Leute fallen weiterhin drauf rein. Was aber das Geniale irgendwo dran ist, ist, dass der Typ Dream nicht heißt. Träum nicht. Und da könnte man sich jetzt einerseits denken, okay, korrekter Typ, irgendwie will er die Leute ja darauf aufmerksam machen und nennt seinen Kanal Dream nicht. Träum nicht. Sowas geht nicht. Du bekommst keinen Gratis-Spieler. Träum nicht. Andererseits macht er aber trotzdem viele Klicks, macht trotzdem viele Abonnenten und verdient trotzdem sehr, sehr viel Geld. Und dieser eine Name mit 10 Buchstaben rettet ihn doch jetzt auch nicht raus, oder? Meine Meinung ist, nein, dieser Name rettet ihn nicht raus. Es schwächt das Ganze sehr, sehr ab. Also für mich war es, als ich das dann gesehen habe, dass der eben auch so heißt, war es dann nicht mehr ganz so schlimm, da ja irgendwie dahinter eine positive Message steckt, dass eben die Leute auch vielleicht mal ein bisschen genauer drauf schauen und dann sehen die, okay, Dream nicht, Träum nicht, oh, ist alles nur Fake, ich schaue mir solche Videos nicht mehr an. Könnte teilweise funktionieren, könnte eine positive Message sein, dennoch macht er dadurch sehr, sehr viel, Abonnenten, Geld, Aufrufe, dies, das. Und deswegen ist es irgendwie schon, nicht okay, wie ich finde. Schreibt mir dazu auf jeden Fall unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Das ist mir bei dem Video unfassbar wichtig. Was haltet ihr davon? Rettet ein 10 Buchstaben langer Kanalname das Image eines Kanals? Ich würde sagen, nein. Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Und damit war es mit dem Video. Ich bin raus. Habt immer High Hopes, checkt gerne auch noch den High Hopes Merchandise aus. Habe ich schon lange nicht mehr erwähnt. Gibt es auf jeden Fall noch. Ich habe ja auch 2 Shirts davon. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.